Also den da müssen wir mittelfristig loswerden. Genauso wie seinen Kumpel, der ja auch noch irgendwo rumtigern müsste. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich die Axt haben. Und dann würde ich ganz gerne ein wenig umsortieren mal wieder. Also die Mining Cap legen wir mal auf den Boden. Die bräuchten wir immer mal wieder, falls wir eine Nachtwanderung machen sollen. Werkzeuge. Wir haben einen Speer über, der kann daneben. So. Die Pigskins könnten wir eigentlich benutzen, um gleich schon mal neue Schweinedörfer aufzustellen. Die waren wo? Hier. 3 Felsblöcke, 4 Bretter. Wir haben nur 2 Felsblöcke. Nee. Okay, so viel dazu. Dann kommen die Pigskins erstmal in die Biotonne. Da rein. Honig habe ich gern dabei. Das Monsterfleisch war in der anderen Tonne, genau. Und die Hundezähne können da rein. Tannenzapfen können auch da rein. Der ganze Dünger, den verwenden wir gleich mal. Speed Farm, Speedy Farm. So, du bitte dahin. So, können wir gleich noch eine bauen. Jo, sehr schön. Obwohl, es gab noch eine Stufe da drüber. Vielleicht sollten wir die zuerst bauen. Oh ne, komm, wir bauen einfach ganz viele hiervon. So, dahin. Und da so hin. Also, dass man das nicht einigermaßen symmetrisch hier aufbauen kann, irritiert mich doch ein wenig. Ich hätte gerne Kästchen. Aber, ja, nee. So, das war's jetzt aber an Farm. Gedüngt sind die auch alle. Jetzt müssen wir nur noch genug Samen einsammeln, um die auch alle zu bestücken. So, zwischendurch könnten wir auch immer mal wieder einen Hasen jagen. So, hey, das ging früher. Menno. Also früher konnte man ja teilweise noch aus dem Loch raushauen mit dem Speer, aber das haben sie jetzt wohl ein wenig gefixt. Nee, 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 du lässt die Samen schön da. So, die ganzen Bäume müssen jetzt alle weg, weil die sind gerade auf maximaler Höhe. Also zumindest fast alle. Also wir sollten die jetzt schnell umhauen, auch wenn es ein wenig länger dauert, bevor die wieder klein werden. Genau, oder verkrüppeln wie der da. Obwohl, das kann unser Testbaum werden. Wir warten jetzt einfach, was mit dem passiert. Also irgendwann verschwindet er, glaube ich. Aber dann weiß ich halt nicht, ob gleich ein neuer auftaucht kurz danach. Das könnten wir im Auge behalten. Also hier nahe dem Grasbüschel müsste irgendwo ein Baum sein später. Wir machen es noch besser. Wir holzen einfach die beiden hier ab. Dann haben wir hier 3 Bäume links einzeln stehen. Und wir gucken einfach mal, ob da später immer noch 3 Bäume stehen oder ob es nur noch 2 sind. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Und Wilson ist mal wieder hungrig. Das ist nichts Neues. Ich würde aber ungern das gute Fleisch essen. Du stirb. Kohle. Einmal kurz anschmeißen. Warum dreht sich die Maschine eigentlich durchgehend? Egal. So, einmal Essen für Wilson. Njam, njam, njam. Wie viel von dem guten Fleisch haben wir eigentlich noch? Och, eine Menge. Ja, okay, da kannst du dir auch 2 Steaks gönnen. So. Weiter Holz hacken. Es wird ja schon gleich wieder dunkel. Das geht echt viel zu schnell. Oder es kommt mir einfach nur so schnell vor. Aber na gut. Einfach weiter hacken. Stur weiter hacken. Haben wir die Schaufel dabei? Auf Slot 6, ja. Das kommt alles mit, weil wir müssen dann gleich die ganzen Baumstumpen alle wieder rausziehen, damit wir einen neuen Wald hier pflanzen können. Ja, aber das ist erstmal mehr als genug Holz. Obwohl, mehr als genug gibt es nicht. Was braucht man von dem Holz eigentlich? Wir wollen noch mehr Kisten bauen, damit wir ein richtig schön großes Lager haben. Wir brauchen Bretter für die Schweinehütten. Wir brauchen Holz für die normale Forschungsmaschine, die ich auch noch gerne hätte. Einfach so der Vollständigkeit halber. Und sonst weiß ich gar nicht mehr. So, es wird dunkel. Einmal Kamera drehen. Zack. Und das Stümpel rausreißen, muss wahrscheinlich bis morgen warten.
wir haben 21 Pinecones und nur ein Dutzend Bäume gefällt. Sehr schön. Also haben wir da auch wieder Überschuss. So. Du. 1, 2, 3. Kohle geht auch schon wieder zu Ende. Es geht alles viel zu schnell weg. Oh, ist da eine schwarze Feder drin? Nö, ein Hase. Das ist auch neu, oder? Ich hätte schwören können, früher wäre da einfach... Hey, dober Vogel. Dreimal Samen einzeln übereinander gestapelt. Das ist ja auch komisch. Oh ja, ich hätte schwören können, als wir früher die Hasen gefangen haben, ganz am Anfang vor zwei Patchen, dass dann da Fleisch rauskam und nicht ein Hase. Den Hasen können wir auch nicht braten. Wir können ihn nicht verforschen. Wir können ihn hinlegen. Dann läuft er bestimmt weg. Aber wir können einfach einen neuen fangen. Und testen einfach mal. Wir stellen ihn mal hier zwischen den Pfeilen hin. Und der schläft. Wir könnten ihn jetzt umbringen, aber... Ich warte lieber mal ab. Vielleicht haben wir ein Haustier dazu gewonnen. Wäre ja auch lustig. Pinecones stapeln. Sehr gut. Und Holz verarbeiten. Zu ganz vielen Brettern. Ja, den dürfen wir auch noch da hinten manuell stapeln. Also, dass der Rucksack nicht mitgestapelt wird, finde ich echt ein wenig irritierend. Aber na gut, sind nur ein, zwei Klicks, ist alles in Ordnung. So, du da rein, da rein, da rein. So, und abwarten, die Karotte muss da noch weg. Und du kannst da wieder rein. Ich bin mal nett und leg dem Hasen da eine Karotte hin. So. Weiter unser Zeug einsammeln vom letzten Leben. Oh, 9-mal Grassohlen. Ah, schön. Die kommen mal hier mit hin. Auch wenn die Farm langsam zu groß wird und alles auf einmal abbrennen könnte. Aber ja, wir müssen einfach darauf achten, dass nichts Brennendes hierher kommt. Wobei, es gibt jetzt ja diese Feuerwölfe. Die könnten echt ein Problem werden. Das heißt, sobald wir das Keuchen hören von dem Wolfsangriff, müssen wir sofort auf unserem Lager rausraufen. Egal, ob es Nacht oder Tag ist. Dann schnappen wir uns einfach den Helm und rennen hier raus. Wobei dieses Feuer anscheinend nicht so stark auf seine Umwelt übergreift. Wir hatten es ja schon mal gehabt, dass ein Feuerwolf in unserem Lager gestorben ist. Aber er hat nichts angezündet. So, Wilsons Bart ist wieder da. Dünger lassen wir... Da ist noch ein einzelner Dünger. So, den Dünger lassen wir jetzt hier. Die Samen klauen wir wieder. Und der Hase, läufst du jetzt weg? Ja, der Hase läuft weg. Hat aber kein Hasenloch, wo er reinkrabbeln kann. Also ja, komisch. Ich bin dafür, wir fangen einen neuen Hasen und experimentieren mal weiter rum. Weil irgendwas muss man mit den Hasen doch machen können. So, das waren die Reste unseres einen Lebens. Sehr gut. Fleischstatue. Wir haben 4 Barthaare. Ah, können wir bauen, sehr schön. Dann hätten wir gerne die Fleischstatue... einfach irgendwo hier. Tada! Sehr schön. Und da wir letztes Mal gesehen haben, dass wenn man stirbt, man bei der letzten Statue auftaucht, haben wir jetzt auch nichts mehr zu befürchten. Also wenn wir hier irgendwo sterben sollten, tauchen wir am nächsten Tag da oben auf. Das heißt, wenn die Wölfe kommen, sollen wir aus dem Lager rennen, aber nicht nach oben rechts. Sonst sterben wir vor den Füßen der Fleischstatue und werden gleich wieder umgebracht. Das wäre nicht so toll. So, Inventar ist wie immer total zugemüllt, aber wir schnappen uns einfach neue Steine. So, denn wir brauchen noch geschliffene Steine für die Ansätze der Schweinestadt. Und er läuft langsam vom Lager weg, das ist auch gut, dafür läuft er auf das Lager zu. Aber den lege ich mich erst an, wenn wir gut ausgesichert sind. Also wenn wir einen neuen Helm haben, eine Rüstung, vielleicht so einen Tentakelstachel. Weil ich weiß nicht, ob die Äxte wirklich mehr Schaden machen als der Speer gegen die Baummenschen. Aber wir haben richtig lange gegen einen gehauen, der ist immer nicht umgekippt. So, die beiden noch weg. Und ich sehe da einen neuen Baum. Ein ganz kleiner, aber es ist ein neuer. Also, die Bäume verschwinden wirklich, tauchen wirklich wieder auf. Alles ist gut. Das heißt, wir müssen nicht immer panisch jeden größten Baum umholzen. Sondern wir holzen ihn einfach um, wenn uns gerade danach ist. Wir müssen halt nur dran denken, immer neue zu setzen. Und dafür brauchen wir Platz. Platz, Platz,
Platz, Platz, Platz, Platz, Platz. So. Neue Bäume. Und wir sollten auch gleich nochmal, wenn der Tag das denn noch zulässt, warum kann ich hier nirgendwo setzen? Also wenn der Tag es noch zulässt von der Zeit her, unsere Kohlefarm weiter abbauen. Denn unser Vorrat geht ja da auch schon langsam wieder zur Neige. So, hier noch überall. Nee. Also das Setzen von Gebäuden und Gegenständen ist immer noch ein wenig ungewohnt. Obwohl wir jetzt schon bei 50 Folgen sind. Da so. Ja, okay, das reicht erstmal. Das kommt alles mit. Noch mehr Samen. Also ich denke nicht, dass man irgendwie noch verhungern kann. Ich glaube, selbst wenn wir keine Farm hätten und keine Tiere jagen würden, könnten wir allein durch die ganzen Samen, die wir jeden Tag finden, überleben. Das muss unbedingt auch noch gefixt werden. So, du kommst mit. Du kommst mit. Und die letzten Dinger hier noch ein. Und ja, du bist hungrig. Du bist immer hungrig, Wilson. Daran können wir nichts ändern. Dahin. 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 So, Essen haben wir. Keins für ihn dabei. Den Honig will ich nicht so verfüttern. Yeah, gutes Fleisch. Komm, wir haben volle Lebenspunkte, dann machen wir kurz das Monsterfleisch. Und ein Grund, warum wir keine Kohle haben, ist wahrscheinlich, weil ich mitten am Tag andauernd wieder kochen will. So. So. Jetzt dürfen wir nur nicht angegriffen werden. Also. Oh, da ist ein Hase. Dich schnappe ich doch mal. Oder bist du der Hase, der keine Höhle hat? Du bist der Hase, der keine Höhle hat. Ah, ne, doch, da. Das heißt, du gehörst zu dem. Komm schon. Sehr gut. Also. Was war das für ein Zischen? Ich habe gerade so ein Zischen gehört. Ist das eine neue Gegnerart, die vielleicht kommt? Oh, das wäre ja interessant. Aber jetzt ist es weg. Vielleicht war es auch nur die Forschungsmaschine. Davon lassen wir uns nicht irritieren. Wir sammeln weiter Kohle ein und gleich ist eh neuer Tag. Ciao. Ciao. Aber ja, mit der Insel bin ich jetzt ziemlich zufrieden. Also wir haben noch recht viel zu tun. Vor allem neue Kochtöpfe, mehr Farm und so weiter und so weiter. Aber vom Prinzip her sind wir echt gut abgedeckt. Ich hätte jetzt nur gern irgendwas, womit man schneller reisen kann. Irgendwie so ein Steampunk-Zeppelin oder eine Tunnelbohrmaschine oder sowas. Und allgemein eine größere Welt. Das ist so nämlich ein bisschen beschränkt. Müssen wir mal gucken, wie sich das in den nächsten Patchen so auswirkt. Also es kann ja sein, dass sie in größere Welten rein patchen. Aber bestimmt nicht für die alten Spielstände. So. Oh, es wird gleich richtig dunkel. Georgon, lauf. Lauf, 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 lauf. Feuer ist da. Du, darauf. So, gerade noch geschafft. Und der doofe Jack sitzt auf der Kohle. 1, 2, 3. So, 24 Stück. Das müsste für 3-4 Tage reichen. Was wollen wir noch machen? Samen haben wir jetzt recht viele über. Die können wir auch nicht hier auf den Boden schmeißen. Warum haben wir eigentlich 2 Schaufeln? Eine Schaufel dahin. Wo sind unsere Sticky-Büsche? Sticky-Büsche sind nirgendwo. Oh. Dann fangen wir hier unten mal eine Farm an. So. Noch mehr Samen. Komm, wir verkochen mal ein paar von den Samen, damit Wilson was zu essen hat. Und eine Handvoll behalten wir, um die Felder mal neu zu bestellen. Aber die brauchen ja eine Weile. Kochen. Kochen. Und das doofe Jack schnarcht wieder. Ja, die werde ich nach und nach hier aus der Gegend vertreiben. In der Hoffnung, dass die restlichen nicht hierhin nachwandern. So, also wir haben jetzt Bretter. Wir brauchen noch mehr Bretter. Wir brauchen auch noch mehr geschliffene Steine.
Und die alten geschliffenen Steine. Da. So. 6 Stück. Und die Pigskins. 4 Stück. Jetzt müssten wir eigentlich, genau, die Schweinehütten bauen. Jedenfalls ein einziges Schwein. Denn ein Schwein braucht 4 Schweine heute. Das wird ewig dauern. Aber ja, wir können demnächst einfach mal einen kleinen Trip machen. 2 Inseln zurück. Da müssten ja irgendwo die anderen Schweinehütten sein. Und der Dünger macht zu viel Lärm. Du, da rein zum leckeren Essen. Das passt schon. So. Guti, neuer Tag.